In Frankfurt und Köln gibt es dieses Jahr zum ersten Mal eine Illumination zum Anlass des Beginns des Ramadan. Warum ich das für einen Fehler halte, erkläre ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen in Betzolds Welt, dem Kanal für die radikale Mitte. Ja, es ist ja durchaus nicht unkontrovers, dass es dieses Jahr eben in Frankfurt und Köln diese Ramadan-Illumination gibt, so in Analogie zu so Weihnachtsdekorationen in den Fußgängerzonen. Ich halte das für einen Fehler. Und zwar deswegen, weil ich das, für Toleranzschminke für unsere Gesellschaft halte, für ein recht oberflächliches Bekenntnis zu einer multikulturellen, multireligiösen Gesellschaft. Aber im Grunde genommen ist es eine Art, wie ich finde, Appeasement-Politik und auch eine, ein Stück weit Wunschdenken und eine sich hinwegtäuschen über die Probleme, die es doch auch mit dem Islam gibt, speziell auch bei uns in Deutschland. Das heißt, diese Dekoration mit dem Ramadan-Schmuck suggeriert ja gewissermaßen eine pauschale Freundlichkeit dem Islam gegenüber. Und das ist meines Erachtens durch das, was der Islam, ich will mal sagen, im globalen Kontext repräsentiert, nicht gerechtfertigt. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass der Islam als eine geistige Macht in der Welt, und das ist er ja, also er ist Teil der weltweiten geistigen Großströmungen, Großideologien, die es eben so gibt, ja, und hat dort eine sehr wichtige Funktion und eine sehr wichtige Stellung in der Welt. Als Teil dieses geistigen Gepräges der Menschheit muss man sagen, ist der Islam im demoskopischen Mittel eigentlich nicht mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung verträglich. Im demoskopischen Mittel meine ich jetzt. Das heißt es nicht, dass es Lesarten des Islams gibt, die liberal sind, die sozusagen auch verträglich sind mit unserer Vorstellung von Humanität, von Menschenrechten etc. und einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber eben das demoskopische Mittel, ja, des Islams halte ich für nicht kompatibel. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass sozusagen die zu erwartenden Einstellungen bezogen auf Demokratie, bezogen auf Menschenrechte, die sozusagen die muslimische Welt als Ganzes repräsentiert, im Grunde genommen aus unserer europäischen oder westlichen Sicht als extremistisch anzusehen sind. Ja? So, das ist jetzt erstmal eine steile Behauptung, eine steile These, ja, und ich möchte das jetzt im Folgenden auch begründen. Ja, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt ja auch durchaus demoskopische Ergebnisse, die sich mit dieser Frage beschäftigen und diese Frage beantworten können. Und eine relativ bekannte Umfrage ist vom Pew-Institut. Sie ist jetzt schon ein bisschen älter, aber es ist eine relativ ausführliche Umfrage, die uns auf jeden Fall erhebliche Einblicke eben darin geben, was Muslime weltweit so denken. Und das ist auch das Besondere an dieser Studie, dass sie sozusagen ganz viele muslimische Länder hiermit berücksichtigt. Und ich möchte jetzt nicht auf die vielen einzelnen Zahlen eingehen, sondern nur mal zwei Schlaglichter setzen. Und das erste ist eben hier die Unterstützung für die Scharia. Das heißt, hier wird die Prozentzahl der Muslime aufgelistet, welche sich dafür aussprechen, dass die Scharia das offizielle Gesetz in ihrem Land sein sollte. Ja, und hier sehen wir ganz klar, dass also mehrheitlich, ich habe mal durchgezählt, 26 der 39 Länder, die hier aufgelistet sind, spricht sich mehr als die Hälfte der Bevölkerung, also der Muslime, dafür aus, dass die Scharia eben auch das Gesetz in dem Land sein sollte. Ja. Und es ist also auch, ich habe mir auch geschaut, welche Länder sind das, beispielsweise auch das bevölkerungsreichste Land, muslimische Land ist ja Indonesien, und auch in Indonesien finden wir eben hier eine Zustimmung von 72% zu dieser Aussage. Ja? So, das ist sicherlich etwas, wo man sagen kann, also die Scharia als Gesetzesordnung widerspricht ganz klar der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, allein deswegen, weil
die Gleichheit vor dem Gesetz in der Scharia eben nicht gegeben ist und Männer fundamental anders behandelt werden als Frauen in der Scharia. Ja, so. Das ist die eine Zahl, auf die ich hier abheben will. Die zweite, der Gerechtigkeit halber, um hier sozusagen auch mal ein bisschen ein vielleicht manchen Vorurteilen vorzubeugen, das ist die Ablehnung von extremistischen Aktionen, also Prozent der Muslime, welche sagen, dass Selbstmordanschläge also zu verurteilen sind. Ja, und da sehen wir schon, dass eine große Mehrheit eigentlich in allen muslimischen Ländern das so sieht. Das einzige Territorium, wo das nicht so ist, ist hier in Palästina, wo also 49% das nur ablehnen. Ja, aber ansonsten, gut, man kann natürlich sagen, es ist immer noch, da der Selbstmordanschlag natürlich eine sehr krasse Geschichte ist, sind immer noch die Prozentzahlen beängstigend niedrig. Also in manchen Ländern tatsächlich, in Malaysia beispielsweise, sind nur 74% der Meinung, dass also Selbstmordanschläge zu verurteilen sind. Ja. Aber trotzdem kann man sagen, dass also man an der Stelle zwischen dem islamistischen Extremismus im Sinne von islamistischem ja, Selbstmordanschlägen oder was auch immer, dass da schon eine große Mehrheit auch in der islamischen Welt dagegen eingestellt ist. Das relativiert aber nicht das, was ich hier eingangs gesagt habe bezüglich dieser demoskopischen Ergebnisse, dass ich sage, also das, was ich im Mittel sozusagen vom Islam als Wertevorstellung, als Einstellung erwarten kann, widerspricht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja? Wie gesagt, sicherlich gibt es auch liberale Lesarten des Islams, die mit unserer Gesellschaftsvorstellung verträglich sind. Aber eben deswegen ist so eine pauschale Affirmierung oder so eine pauschale Freundlichkeitsgeste gegenüber dem Islam schlechthin in meinen Augen nicht angebracht. Und weil man eben bei so einer Dekoration, die notgedrungen eine, ich will mal sagen, pauschalen Charakter hat und man da eben nicht differenzieren kann, deswegen halte ich das eben für problematisch, ja, und halte das für eine Art Appeasement-Politik gegenüber einem Ideologiekomplex, der im Ganzen aus unserer Sicht, aus unserer westlichen Wertevorstellung heraus eben hochproblematisch ist. Ja. Vor dem Hintergrund finde ich es auch etwas befremdlich, dass hier beispielsweise Olaf Scholz ja auch eine Grußbotschaft zum Ramadan eben hier herausgegeben hat. Und ich habe dann mal geschaut, gibt es auch eine Grußbotschaft irgendwie zu christlichen Festen? Tatsächlich gibt es, habe ich das nicht gefunden, also zu Weihnachten oder sonst was. Was es eben gibt, ist die Neujahrsansprache, aber das ist ja mehr oder weniger etwas Säkulares, ja. Also auch da kann man fragen, was hier der Hintergrund ist, warum diese Ehrfurchtserbietung gegenüber dem Islam, aber gegenüber dem Christentum, ist man dann eigentlich ziemlich ignorant. Ja? Tatsächlich sehen wir aber an dieser ganzen Geschichte noch etwas Zweites, nämlich, dass es offensichtlich auch hier, wie in vielen anderen Punkten, zu einer ganz krassen Entfremdung zwischen Bevölkerung oder Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung und der politischen Klasse kommt. Zumindest müsste man diesen Schluss ziehen, wenn man hier einer Umfrage glauben kann, die hier auf RTL gemacht wurde. Ich habe das jetzt hier als Beleg hier nur auf X gefunden. Ein kleiner Zusammenschnitt, den wir jetzt mal gemeinsam kurz anschauen. Haushalt rund 75.000 Euro. Dafür Steuergelder einzusetzen, ist falsch. Die Beleuchtung fördert weder Integration noch Toleranz, sondern spaltet die Gesellschaft.
Gut, war leider etwas leise, wie ich gerade gesehen habe. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Aber auch ganz klar hier, 92% in dieser natürlich nicht repräsentativen Umfrage bei RTL sprechen sich also dagegen aus, während nur 6% das eben befürworten, diese Beleuchtung. Das heißt, hier wird von der Politik etwas vorangetrieben, das zumindest laut dieser Umfrage nicht unbedingt bei der Bevölkerung auf Gegenliebe stößt. Also auch hier wieder legt der Verdacht nahe, dass hier eine, ich will mal sagen, Blase der politischen Klasse oder der politischen medialen Klasse hier sich in eine Politik begibt, die A, von Wunschdenken gekennzeichnet ist und B, nicht wirklich auf Resonanz in der Bevölkerung stößt. Sodass man natürlich sagen muss, ja, dass das natürlich dann den Eindruck erweckt, dass hier gewissermaßen eine Agenda vorangetrieben wird, ja, gegen den Willen der Bevölkerung. Ja, und das ist mit dem Thema Toleranz im Islam nicht wirklich so gut bestellt ist, sehen wir noch an einem weiteren Faktum, ja, einer traurigen Mitteilung, wie ich doch sagen muss, nämlich Folgendes. Es hatte sich ja vor ein paar Jahren in Berlin eine liberale Moschee gegründet, die eben Rusch-Goethe-Moschee, ja, die also, ich will mal sagen, definitiv kompatibel, deren Islamverständnis definitiv kompatibel mit unserem Gesellschaftsverständnis ist, also sogar war hier eine Toleranz gegenüber LGBTQ+ eben gegeben, aber auch bei Männern und Frauen wurden als absolut gleichberechtigt angesehen, ja. Diese Moschee hat Ende Oktober 2023 eben aufgrund islamischer Terrordrohungen bis auf Weiteres ihre Pforten geschlossen. Ja, und das ist natürlich eine traurige Mitteilung und zeigt eben an, dass bezüglich eines liberalen oder auch mit westlichen Werten verträglichen Islam es eben nicht so gut bestellt ist, auch bei uns in Europa. Ja, und diese Ramadan-Dekoration, wie gesagt, trägt unserer Gesellschaft ein bisschen Toleranzschminke auf, aber die eigentlichen fundamentalen Wertekonflikte werden ja nicht wirklich ausgetragen, beziehungsweise häufig einfach unter den Teppich gekehrt nach dem Motto, wir demonstrieren hier Toleranz, aber mitunter ist es auch einfach eine Ignoranz gegenüber den Konflikten und Problemen und Herausforderungen, die es eben gibt. Und nochmal ein letztes Faktum, ja, was eben die ganze Problematik auch nochmal auf den Punkt bringt, ja, ist das Verhältnis des Islams zur Apostasie, also zum Abfall vom Glauben, ja. Und das ist so, dass eben nach islamischer Orthodoxie das unter Todesstrafe steht. Und das ist jetzt nicht nur etwas, was ich sage, sondern das können wir hier auf Wikipedia nachlesen. Ja, ich lese es mal vor. Ein Rechtsgutachten, also eine Fatwa des Fatwa-Ausschusses der Al-Zar, der renommiertesten Institution des sunnitischen Islam, über die Tötung von Apostaten aus dem Jahre 1978. Da gab es also eine Anfrage, wie man aus islamischer Sicht mit Apostasie umzugehen habe. Und jetzt lese ich mal die Antwort vor. Alles Lob gebührt Gott, dem Herrn der Welten. Segen und Frieden sei mit dem Siegel des Propheten, unseres Herrn Mohammed, seiner Familie und allen seinen Gefährten. Hiermit erteilen wir Auskunft. Da er vom Islam abgefallen ist, wird er zur Reue aufgefordert. Zeigt er keine Reue, wird er islamrechtlich getötet. Was seine Kinder betrifft, so sind sie minderjährige Muslime. Nach ihrer Volljährigkeit, wenn sie im Islam verbleiben, sind sie Muslime. Verlassen Sie den Islam, werden Sie zur Reue aufgefordert. Zeigen Sie keine Reue, werden Sie getötet. So, ja, also das ist jetzt hier ein Rechtsgutachten, wie gesagt, dieser renommiertesten Institution des sunnitischen Islam, der hier ganz klar die Todesstrafe für die Apostasie fordert. Jetzt hat es nicht ganz den Stellenwert, sag ich mal, einer päpstlichen Lehre, weil im Islam gibt es ja nicht die eine zentrale Lehrautorität, aber trotzdem handelt es sich eben um eine Institution, die nicht irgendwie am Rande steht, sondern die tatsächlich doch im Zentrum dessen repräsentiert, was auch den islamischen Glauben auszeichnet.
Natürlich ist es so, dass dieses Rechtsverständnis in den wenigsten islamischen Ländern tatsächlich so gelebt wird. Also wir haben, da der Islam in seiner ganz orthodoxen Form einfach praktisch inkompatibel ist mit einer einigermaßen gesellschaftlichen Modernität, ist also auch in der islamischen Welt, was das anbelangt, eine ausgeprägte Doppelmoral natürlich vorhanden, dass man also jetzt auch in Ägypten beispielsweise dieses Rechtsgutachten nicht eins zu eins in die Rechtsvorschriften des Staates gießt, ja. Ja, aber natürlich ist das auch ein Problem, denn diese Doppelmoral bleibt immer auch Einfallstor für Intoleranz, Islamismus und Terror, ja. Das ist eben ein grundlegendes Problem, was wir im Islam haben. Und leider muss man sagen, weltweit sind es vor allem auch eben sehr konservative Lesarten oder auch modernitätsfeindliche Lesarten, die eben gefördert werden von den islamischen Ländern selbst. Also Saudi-Arabien und der Iran, würde ich mal sagen, sind die größten Förderer des Islams in der Welt, also von staatlicher Seite oder auch von privater, wohlhabender Seite, ja. Und die vertreten eben aber sehr, ja, antimoderne und sehr konservative und orthodoxe Lesarten des Islams, ja, also liberalere und tolerantere Lesarten des Islams, die es in der Tradition durchaus auch gibt, als sie jetzt vom arabischen Wahhabitismus vertreten werden, ja, haben aber eben in der islamischen Welt nicht so diese Unterstützung, ja, wie sie eben der sehr orthodoxe, sehr konservative Islam hat, der von Saudi-Arabien aus leider gefördert wird. Ja. Also auch das ist ein Problem. Und natürlich strahlt das auch nach Europa. Also das kann man ja einfach nicht leugnen, dass wir hier eben mit letztendlich es mit einer Ideologie zu tun haben, die in einem ganz erheblichen Maße eine Schlagseite in Richtung auf Intoleranz und auch auf eine Negierung unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung doch auch ausgestattet ist. Ja. Und deswegen eine so, ich will mal sagen, oberflächliche und pauschale Freundschaftsgeste gegenüber dem Islam nach meinem Verständnis eigentlich unverträglich mit unseren eigenen Wertvorstellungen sein sollte. Ja, schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Ja, was ist eure Einschätzung der Thematik? Ist natürlich ein heißes Eisen, was ich hier anpacke, aber ich glaube, ich hoffe, dass jeder, der halbwegs bei Sinnen ist, jetzt nicht hier Islamfeindlichkeit ruft. Ich habe immer meine Überzeugung klar begründet, ja, und es ist kein pauschales Urteil über den Islam schlechthin. Aber wir dürfen eben auch die Augen vor der Wirklichkeit nicht verschließen. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und tschüss, bis zum nächsten Mal.